Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Oracle of Seasons, Kapitel 20. Das letzte Mal haben wir eine gefährliche Bombe durch eine Lavalandschaft durchgetragen, nur um an den Herbsttempel zu kommen. Und, heute nutzen wir die Kraft des Herbstes eben, um zum nächsten Dungeon zu kommen. Oder noch nicht. Denn ich habe ja das letzte Mal irgendwie nicht so Bock gehabt, diese kleine Insel da mit den vielen Löchern zu untersuchen. Was ich eigentlich problemlos hätte machen können. Aber jetzt habe ich hier eine bisschen sichere Variante mit dem Herbst. Weil da sehen wir das Prinzip hier auch mal. Von dem, dass die Löcher eben zu sind. Und ich will hier irgendwie möglichst geschickt durch. Man darf halt nur nicht irgendwo stehen bleiben, wo so ein Loch ist. Sonst fällt man dort tatsächlich durch. Und das will man halt doch eher vermeiden. So. Das war jetzt aber erstmal genug. Zeit für den nächsten Dungeon, würde ich mal behaupten. Ja, da war jetzt wirklich nicht viel los zwischen dem vierten und fünften Dungeon. Aber was soll's? Komme ich hier überhaupt hoch? Jawohl. Ist hier überhaupt irgendwas versteckt? Ich habe nichts in Erinnerung. Aber anzünden kann man die Sache ja trotzdem. Der Baum bringt relativ wenig. So. Und den Herbst haben wir ja auch schon da. Ja, da drüben sehen wir den ersten Subrosianischen Teleporter, den wir damals gefunden hatten. Oh. Ja, wo könnte sich hier wohl das Gascha-Feld befinden? Auf gar keinen Fall hier, oder? Ah, Hammerkerne. Jawohl. So. Aber wo wir eigentlich hinwollen, ist hier. Wir wissen ja mittlerweile, dass wir diese Pilze durch die Gegend werfen können. Also machen wir das mal. Wir müssen aber warten, bis der erste despawned ist, bevor wir den nächsten nehmen können. Und das ist schon der fünfte Dungeon. Wir haben 5 Einhornhöhle. Und es wird immer schlimmer. Ich meine, erinnert sich noch jemand an Aquamentos, das Einhorn aus dem ersten Dungeon? Tja. Hier gibt es überhaupt nicht sowas wie ein Einhorn. Na, was soll's. Arbeiten wir uns hier mal durch. Irgendwas ist mit diesem Feld hier. Aber wir können halt nichts machen oder halt noch nichts. Und ich laufe hier mal so ein bisschen durch die Gegend. Weil ich weiß gerade auch nicht mehr ganz so gut, wie der Dungeon läuft. Diese Gesellen hier haben diese nervigen Masken, mit denen wir sie nur von hinten treffen kann. Aber anscheinend reicht normales Schwerthieb. So, hier mal die Viecher erledigt. Ui, ja, guck sich mal diesen Raum an. Ist ja noch relativ einfach, sich hier lang zu zuckeln, während links so ein bisschen durchdreht. Allerdings ist es ein bisschen schwieriger hier, sobald dort keine Wand mehr ist, an der wir uns festhalten können. Vielleicht sollte ich doch nicht springen. Okay, probieren wir das Ganze nochmal. So. Einfach nur gelegentlich ein bisschen gegensteuern und es sollte eigentlich ausreichen. So. Dann haben wir hier den Kompass. Mal gucken, ob ich zurückkomme, ohne mich dafür zu entscheiden, in so ein Loch zu fallen. Tatsächlich, gut. Ich habe das ein bisschen gefährlicher in Erinnerung gehabt. So. Dann gehen wir hier mal wieder raus. Zack. Und gehen wir mal hier oben lang. Ja, was ist das denn? Irgendwas, wo Link auch schon wieder rumspinnt. Aber damit können wir schon wieder nichts machen. Das ist doch gemein. Wir können ja mal trotzdem auf die Karte gucken. Da sehen wir ein paar Schatzkisten. Und dieser Dungeon ist tatsächlich auf einer einzigen Ebene. Ja, da drüben ist eine Kiste, aber da komme ich noch nicht hin. Danke für den Hinweis. Gab es da drüben noch einen Weg? Nö. Damit können wir eigentlich nur noch hier oben lang. Ja, genau. Lasst mich in Ruhe. So. Hier kann ich zwar runterspringen, aber das war's dann anscheinend. Herzen sind hier wieder. Das ist doch nett. Joa.
Aber eigentlich wollen wir doch lieber irgendwo lang, wo es weitergeht. Also gehen wir mal da oben hin. Ein paar Stahlpfosten laufen durch die Gegend. Wir sind verloren. Ich weiß gerade nicht, welches tut. So, hier kann ich mich mal nach da oben durchboxieren. Dann kriegen wir hier einen Schlüssel. Das ist sehr nützlich. War sonst hier noch irgendwas? Dann wollen wir auf jeden Fall nach rechts weiter. Auf der anderen Seite können wir... Weiß ich gerade nicht, was davon geht. Da drüben geht auf jeden Fall noch nichts, weil man es schon mal angucken könnte. Gucken wir mal hier hin. Was war hier nochmal? Ah! Gemeinheit. Er spuckt einfach so irgendwo, wo ich ihn gar nicht sehe. Ja, wird mir wahrscheinlich nicht so viel bringen. Aber ich kann hier so eine Eisenkugel runterholen, die wir ja schon mal gesehen haben. Aber ja, wie gesagt, damit können wir irgendwie noch nichts machen. Also gehen wir halt wieder zurück. Was soll's. Miau. So, und dann auf die andere Seite. Vielleicht kommen wir ja zu der Kiste hin. Brumm, brumm, brumm. Oh, anscheinend doch nicht, denn hier ist schon wieder so ein großes Loch. Wir haben nur noch die Stufen hier, die wir benutzen können. Wir werden immer mehr eingeschränkt hier. Na, gehen wir mal hier lang. So, hier wollen wir drüber springen. Und zwar gezielt, wenn... Oh, ich kann sogar tatsächlich die Löcher, diese Röhren runterfallen. Und ich muss so ein bisschen das Timing abpassen. Ach so, entweder eine oder drei. Wieso hätte ich gedacht, eine oder zwei? Ist nicht so wichtig. Hier fallen wieder mal so ein paar Klötze runter. Ah, das klingt, als könnte man es kaputt machen. Ich weiß noch nicht, ob das so sehr was bringt. Und ich will hier weg. Ich mache auch immer die dümmsten Sachen. Ich spreng mich immer selber in die Luft. So. Das gefällt mir nicht. Jetzt habe ich mich möglicherweise ja auch noch eingekesselt. Super. Sag mal, was mache ich hier? Ich will auch nur auf die Plattform springen. Ich will nicht runter. Was mache ich denn? Das mit Momentum ist schon so eine Sache. So. Das war fast eine dumme Aktion. So, was haben wir hier? Ein Schieberätsel. Und wie war das nochmal? Das läuft gegen gleich. Okay. Dann ist es trotzdem keine große Herausforderung. Einfach hier lang schieben. Und dann von oben an diesen Block hier ran schieben. Dann ist er einfach auf dem Schalter. Ui, gibt es Rennen hier durch die Gegend? Die werden von mir nicht zurückgeworfen und ich, Wenn man so viele Herzen hat, stellt man sich irgendwie nicht mehr ganz so vorsichtig an. Was keine so gute Idee ist. Aber zum Glück haben sie ja ein paar Herzen hier im Angebot. Ist ja freundlich. Ah, und hier sind wir über dieser Kugel. Könnt ihr mal aufhören, so irritierend hier rumfliegen. Das wäre irgendwie ganz nett. Und was gibt's hier für eine kleine Belohnung? Klein ist gut. Hier sehen wir mal diesen riesigen Klunker, den es noch ins Spiel geschafft hat. Mit 100 Rubinen. Es ist sensationell. Ja, bist du jetzt ein Reporter oder was? So, was haben wir hier noch alles? Wo ist der andere Wurm? Den nehmen wir auch auseinander. Komm her. Komm her. So. Und euch müssen wir auch noch auseinandernehmen. Das ist ja super. Aber erstmal fragen wir die Eule, was die da zu sagen hat. Merke dir die Abfolge, in der du die Ritter besiegst.
So. So, einfach mal in den Rücken reinpieksen. Hervorragend. Und wir sollen uns die Reihenfolge merken, indem wir diese komischen Ritter besiegen. Oh. Und wir sollten ein bisschen vorsichtiger sein. Die gehen auf jeden Fall los, wenn wir zu nah an denen dran stehen. Und werden natürlich auch nicht zurückgeworfen. Könntest du mal aufhören? So. Und deswegen will ich die lieber nur einen nach dem anderen hier machen, bevor ich überhaupt nicht weiß, in welcher Reihenfolge ich die jetzt zerlege, weil die eben durcheinander gehen könnten. Kommst du wieder her? So, danke. Und jetzt kann man sich merken, dass ich hier rechts oben angefangen habe und gegen den Uhrzeigersinn gearbeitet habe. Und dann kriege ich hier alle Belohnungen, die in dem Raum sind. Wobei das Wichtige natürlich nur der Schlüssel am Ende ist. Ja. Was mache ich jetzt mit diesen Gepiepsen, ne? Ja. Wobei ich mich jetzt auch ein bisschen frage, wie ich zurückkomme. Denn es funktioniert mit den Bomben möglicherweise nicht ganz so gut. Ach, probieren wir es einfach mal. Ich werde ja nur an diesen komischen Statuen krepieren, die mich da anspucken wollen. Ich habe das Herz nicht erwischt. Ist ja blöd. Also, einmal hier rein und her mit dem Spaß. So. So. Also, was machen die Bomben? Die sprengen sich doch ganz gut durch. So. Wieder ordentlich ausrüsten. Und dann gucken wir mal, wo der Weg eigentlich lang gegangen wäre. Hierhin. Okay. Und hier, ich weiß nicht, ob wir die schon hatten, diese Sonnen. Ich nenne sie mal Sonnen. Die können wir, soweit ich weiß, nicht besiegen. Und wenn sie einen erwischen, können wir nicht mehr unsere Waffen benutzen, die Zeit lang. Das geht auch darüber hinaus, wenn wir den Raum verlassen. Wir müssen einfach eine bestimmte Zeit warten, bis wir halt wieder was tun können. Nicht auf einer Seite irgendwas Kurzes. Ah ja, da drüben wäre sogar eine Schatzkiste. Vielleicht kriegen wir die sogar. Ja, das sieht doch gut aus. Das sollte kein so großes Problem sein. Autsch. Ich stelle mich aber trotzdem blöd an. Eine Karte, das ist nett. Da drüben war nichts. Genau. Vielleicht sieht das ja für manche wie ein Einhorn aus. Okay, dann gehen wir halt da links weiter. Möglicherweise kriegen wir ja da doch endlich mal unser Dungeon-Item. Das wäre doch nett. Ist dann noch ein bisschen an Herzen runter. Nur dieses eine. Was soll's. So. Hier vorsichtig durcharbeiten, damit uns die Blumen hoffentlich nicht allzu sehr nerven. Landet mal, damit ich euch so ein bisschen beseitigen kann. So. Vielleicht hätte ich doch noch mal rechtzeitig einen Bumerang. Müsst ihr mich alle nerven? So, hier, das ist nur eine Schlüsseltür. Er landet mal in aller Ruhe. Keine Pegasus-Scanne für mich. So, was haben wir hier? Hier so eine tolle Tür, oder? Ja, genau. Die fällt zu. Insofern müssen wir irgendwas draufstellen. Aber zum Glück können wir das ja endlich machen. Mit den Magnethandschuhen. Ihr Magnetkraft wirkt anziehend oder abstoßend. Drücke den Knopf, um die Pole umzukehren. Oder um den Magnethandschuh überhaupt zu benutzen. Und in aller Regel funktioniert der nur, in derselben Linie. Also hier, wenn ich waagrecht oder senkrecht unter einem Objekt stehe oder dran halt, kann ich den herziehen, je nachdem, was für ein Pol es ist. Wenn es ein gegensätzlicher Pol ist, stoße ich es weg. Wenn es der gleiche ist, ziehe ich es her. Kennt man ja vom Magnetismus. Und, wie bereits gesagt wurde vom Spiel,
wechselt automatisch die Polo, wenn man die Waffe benutzt oder benutzt hat. So, ansonsten gibt es hier nichts zu tun. Ja, danke. Dann gehen wir halt wieder die Treppe runter. Jetzt können wir nämlich endlich über dieses Loch wieder drüber. Also machen wir das mal. Aber erstmal hier wieder durcharbeiten. Die Greifenfeder brauchen wir dafür. Ugh. So. Hier wieder das Timing aufpassen. 1, 2, 3. Das Momentum nicht vergessen, weil irgendwie braucht Link das unbedingt. Und dann können wir mal auf die andere Seite gucken. Indem wir nicht den Ball oder diesen Block bewegen, sondern uns selber. Oh, und da ist noch die andere Mine. Minenkarren. Lore, wie auch immer. Nehmen wir die auch mal schnell mit. Weil dann kriegen wir ja nochmal die Kiste mit. Mit einem Schlüssel, das ist doch nett. So. Dann gehen wir da drüben durch die Tür. Was ist denn Schlüssel? Danke. Oh, sieh mal eine an. Eine miese Katze. Die ich vielleicht ein bisschen ausweichen möchte. Ein Schwachpunkt ist halt dieser Schwanz, dieser Leuchteschwanz. Wo man halt schön angreifen muss, während das Licht gerade nicht wie ein Sägeblatt durch die Gegend rennt oder wie ein Ball. Ist aber sonst keine so große Herausforderung. Ugh. Lass mich trotzdem zu leicht treffen. So. So, weg mit dir. Echt wildes Vieh. Aber es hat halt doch ziemlich viel Öffnung gelassen, um eben schön den Schwanz zu treffen. Naja. Damit haben wir hier den Mittelpunkt von dem Dungeon erreicht. Und genug, um mal wieder eine Pause zu machen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.